Was ist die Teilungserklärung? In diesem Video gehe ich auf die Basics und Grundlagen zum Thema Teilungserklärung ein. Also, was ist die Teilungserklärung und wofür brauche ich die? Wenn du das alles schon weißt, dann kannst du auch direkt zu meinem Video Teilungserklärung für Fortgeschrittene switchen, weil da gehe ich dann ein bisschen mehr in die Tiefe. Ansonsten, bist du Einsteiger, ist dieses Video perfekt. Unbedingt dranbleiben. Ich bin Kai, herzlich willkommen hier im Baufi-Lab. So, jetzt sollten wir erstmal klären, wofür brauche ich denn eine Teilungserklärung? Und dafür gehen wir mal von folgendem Szenario aus. Stellt euch mal vor, ihr seid Erbe eines großen Hauses. Ihr steht da jetzt als Eigentümer drin und wohnt vielleicht momentan noch zur Miete, also klar der Gedanke, ihr wollt in dieses große Haus selbst einziehen. Jetzt ist dieses Haus aber viel zu groß für euch alleine und ja, vermieten wollt ihr eigentlich einen Teil auch nicht. Also was macht ihr mit dem Rest des Hauses, was ihr nicht selbst nutzen möchtet? Könnt ihr das verkaufen? Könnt ihr 2/3 eines großen Hauses beispielsweise verkaufen, wenn ihr das wollt? Ja, das geht. Wichtig ist nur, dass wir aus diesem großen Haus einzelne Wohnungen machen. Zum Beispiel in unserem Fall 3 einzelne Eigentumswohnungen. Und wie machen wir das? Ihr habt es euch fast gedacht, mit Hilfe einer Teilungserklärung. Und diese Teilungserklärung, das ist eine Urkunde. Das heißt, die muss immer bei einem oder von einem Notar erstellt werden. Und hier wird dann genau geregelt, wo fängt welche Wohnung an, wo hört sie auf, wie groß ist jede einzelne Wohnung und natürlich auch, was gehört zu dieser Wohnung dazu. Zum Beispiel ist da vielleicht ein Stellplatz oder eine Garage zugeordnet, ein Kellerraum oder wie auch immer. Und das wird alles in dieser Teilungserklärung genau geregelt. Der Notar, der diese Teilungserklärung für euch erstellt, der veranlasst dann auch, dass beim Grundbuchamt für jede einzelne Wohnung nun ein eigenes Grundbuchblatt entworfen wird. Das heißt, ihr seid, nachdem das dann passiert ist, nicht mehr Eigentum von einem großen Haus, sondern von 3 einzelnen Wohnungen. Und so könnt ihr dann auch jede einzelne Wohnung unabhängig voneinander verkaufen. So, wenn du das jetzt verstanden hast, dann bist du nun fit für mein Video Teilungserklärung für Fortgeschrittene, weil da werden wir jetzt noch ein bisschen detaillierter und tiefer in eine Teilungserklärung reinschauen.